Zu viel von etwas zu haben, ist in den meisten Fällen nie gut. Zum Beispiel Filme oder Videospiele. Klingt jetzt erstmal komisch, das von jemandem wie mir zu hören, aber lasst es mich euch mal genauer erklären. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sammelzimmer. Ich bin der Jakob und es klingt sicher wirklich komisch, so etwas wie eben von jemandem zu hören, der auf YouTube über seine Sammlung oder die Sammlung anderer spricht. Und ich meine, ist es beim Sammeln nicht ein großer Faktor, immer mehr von etwas zu haben? Das mag auf den ersten Blick natürlich immer so aussehen und sicher, es wird Menschen geben, bei denen das Besitzen einer schieren Menge von bestimmten Dingen die Motivation zum Sammeln ist. Aber macht das eine Sammlung besser? Also ist es wirklich besser, wenn ich mehr habe, mehr als der, mehr als die, mehr als andere? Ganz ehrlich, nein. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ich sehe es grundlegend nicht als falsch an, aus so einer Motivation heraus zu sammeln. Also wenn es dieser Person so Spaß macht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber eigentlich ist beim Sammeln die vorhandene Menge an Dingen doch eher als Nebeneffekt zu sehen, oder irre ich mich da? Wobei wir müssen an dieser Stelle noch mal differenzieren, weil ich teile das Sammeln jetzt mal in aktive und passive Sachen ein. Und aktiv ist immer etwas, was ich auch wirklich benutzen will. Passiv ist etwas, was ich mir wirklich nur zum Hinstellen kaufe, sowas wie eine Figur oder ähnliches. Und deswegen rede ich heute nur über die aktiven Sachen. Also nehmen wir als Beispiel mal Filme. Ich besitze aktuell ungefähr 1000 Filme auf Disc. Diese stehen in meinem Zimmer in einem Regal. Und eigentlich wären es sogar weitaus mehr mittlerweile, aber alle Nase lang sortiere ich immer mal wieder welche aus. Warum mache ich das? Weil ich sie nicht mehr schauen möchte, weil ich sie mittlerweile nicht mehr mag oder ganz banal, weil ich Platz für Neues schaffen möchte. Aber was soll uns das jetzt genau sagen? Ganz einfach. Ich kaufe diese Filme vorwiegend aus einem Grund. Weil ich sie schauen möchte, weil ich Filme mag, weil ich Spaß daran habe, aber ich kaufe sie nicht, um sie einfach nur ins Regal zu stellen. Also besondere Sammlereditionen jetzt mal aufgenommen. Und dann stehen da halt nach vielen Jahren auf einmal 1000 Filme im Regal als Nebeneffekt. Und klar, ich freue mich über diesen Anblick, gar keine Frage, aber vor allem freue ich mich, dass ich die Filme alle gesehen habe und wenn der Film es denn zugelassen hat, auch eine gute Zeit damit hatte. Aber jetzt drehen wir das Ganze nochmal um. Ich sammle keine Filme an, ich kaufe Filme. Doch ich kaufe nicht einen, nicht fünf oder zehn Filme, nein, ich kaufe 1000 Filme. Zack, auf einen Schlag. Und dann stelle ich sie ins Regal. Zack, da stehen sie dann. 1000 Filme. Aber ich habe sie nicht gekauft, weil ich sie sammeln möchte, weil ich mich einfach freuen möchte, dass sie da sind. Nein, ich möchte sie schauen. Alle. Weil ich mag ja Filme. Mir machen Filme ja Spaß. Und jetzt habe ich ganz viel zum Schauen. Was für ein Segen. Vielleicht habt ihr an dieser Stelle festgestellt, vielleicht war da eine Spur von Ironie in meiner Stimme. Aber lasst uns einen genaueren Blick auf diese Sache werfen. Was im ersten Moment so gut klingt, ist nach hinten raus vielleicht das genaue Gegenteil. Erstmal. 1000 Filme zu schauen ist eine ziemliche Aufgabe. Jedenfalls unter der Prämisse, dass ich sie in diesem Beispiel ja abarbeiten muss. Das heißt, selbst wenn ich es jeden Tag schaffe, einen Film davon zu schauen, bin ich damit knapp 3 Jahre beschäftigt. Und seien wir mal ehrlich, das ist in der Praxis ja auch gar nicht umzusetzen. Und vor allem, es sorgt ja auch dafür, dass ich mir, also in diesem speziellen Fall, jetzt selber Druck machen muss, etwas zu schaffen, was mir ja eigentlich Spaß machen sollte. Ich meine, ich habe ja auch eine Menge Geld dafür bezahlt. Aber ich denke, der Spaß rückt hier dann leider sehr in den Hintergrund. Zumal, wenn ich dann die besagten 3 Jahre beschäftigt bin, kommen ja parallel dazu auch schon wieder neue Filme raus, die ich ja wahrscheinlich auch schauen möchte. Das heißt, der Stapel wächst weiter. Der persönliche Pile of Shame wächst. Kennt ihr das? Den Pile of Shame, das ist so ein Social-Media-Ding, wo Leute sich gegenseitig zeigen, was bei ihnen zum Beispiel an Filmen, Spielen, Büchern so rumliegt und sie nicht dazu kommen, es zu lesen, zu spielen oder es anzuschauen. Also wir zeigen uns da quasi gegenseitig Sachen, die wir besitzen, aber gar nicht wirklich benutzen. Und anstatt dies zu tun, legen wir immer wieder noch einen oben drauf. Und ja, auch ich
habe bzw. hatte so einen Stapel. Ich nehme mich da also persönlich nicht raus. Und ich kann auch verstehen, dass diese Stapel entstehen. Da nimmt man hier und da mal ein Angebot mit, bekommt da mal was günstig oder stolpert einfach über etwas, was einem ja spontan gut gefällt und dann packt man das halt ein. Oder halt einfach für die Sammlung, wobei das würde ich in diesem Fall ausklammern. Das macht für mich keinen Sinn, weil dann kaufe ich es ja eigentlich zum Hinstellen, zum Komplettieren der Sammlung. Das ist also dann wieder dieses Passive, was ich meinte. Aber der Pile of Shame ist ja eigentlich ein aktiver Stapel, auf dem sich alles ansammelt, was ich noch benutzen möchte. Und danach ist es dann Teil meiner Sammlung. Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Weil da kommen wir wieder in die Richtung dieses absurden Beispiels mit den 1000 gekauften Filmen. Weil der Stapel wächst ja und er wird größer und größer und irgendwann wird es dann auch immer schwieriger, diesen überhaupt abzuarbeiten. Besonders wenn es mehrere Stapel gibt. Filme, Serien, Spiele, Bücher. Irgendwann wird es dann so absurd und man findet man teilweise Sachen, von denen man schon vergessen hat, dass sie eigentlich da waren. Also die liegen dann da und ich weiß schon gar nicht mehr, dass ich die gekauft habe. Und wenn wir das Thema dann jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene heben wollen, dann müssen wir auch mal die Streamingdienste in den Ring werfen. Netflix, Amazon, Disney und das sind ja nur die bekanntesten, die es so gibt. Oder auch Angebote wie den Game Pass, PlayStation Plus, die sind ja quasi das Gegenstück im Gaming-Bereich zu den Streaming-Diensten für Filme und Serien. Und bitte, bitte versteht mich nicht falsch, das sind alles tolle Angebote. Ich habe selber einige davon abonniert, weil der Gegenwert für den Preis einfach stimmt. Ich meine, da bekommst du auf Netflix mal eben 4000 Filme und 2000 Serien serviert. Und das alles für einen Preis, der nicht mal einer einzigen neuen Blu-ray im Monat entspricht. Aber Moment mal, das sind ja viermal so viele Filme, wie ich in den letzten 20 Jahren gekauft habe. Und hatten wir nicht gerade festgestellt, dass ich noch mehrere Jahre brauche, um die Filme aus meinem Beispiel zu schauen? Und jetzt sind da auch noch Serien dabei, also 2000 Stück mit mehreren Staffeln. Wann soll ich das denn jetzt alles schauen? Und dann muss ich ja auch immer noch warten, bis die nächste Staffel rauskommt. Dabei bin ich doch noch mit 14 Serien beschäftigt, von denen aktuell jede Woche eine neue Folge rauskommt. Außerdem möchte ich doch auch noch die über 100 Spiele aus dem Game Pass spielen. Und was ist mit meiner PlayStation? Was ist mit der? Hallo. Zusätzlich dazu sitze ich gerade wieder wie jeden zweiten Abend auf dem Sofa und habe nach 30 Minuten Suchen und Wechseln von Anbieter zu Anbieter immer noch nichts gefunden, was ich sehen möchte. Ja, ich weiß, das war gerade alles etwas überspitzt und kein Mensch will und kann alles sehen, was uns diese Angebote heute bieten. Wie auch, so viel Zeit hat kein Mensch. Und niemand zwingt mich dazu, parallel alles zu abonnieren und zu schauen oder zu spielen. Dennoch, diese schiere Masse an Möglichkeiten führt oft dazu, dass man das Gefühl bekommt, möglichst viel davon mitnehmen zu wollen, weil wir haben ja immerhin dafür bezahlt. Außerdem führt es zu dem mittlerweile verbreiteten Phänomen des Fear of Missing Out. Das ist dann schon oftmals eine krankhafte Angst, etwas zu verpassen. Ich persönlich kann von mir sagen, dass ich mir zeitweise selber enorm Druck gemacht habe und wirklich möglichst viel mitnehmen wollte und am besten alles auf einmal machen. Und ich weiß natürlich auch, dass ich das nicht verallgemeinern darf. Ich möchte hier wirklich nur meine eigenen Gedanken, meine eigenen Erfahrungen zu dem Thema teilen, die ich von mir selber kenne oder auch schon von anderen erfahren habe. Ich meine, ich habe wirklich schon oft genug da gesessen, einen Film angefangen und nach 10 Minuten gedacht, Moment mal, da muss es doch noch was Besseres geben. Und dann hat die Suche wieder von vorne angefangen. Und oftmals führt das dann dazu, dass ich am Ende irgendwie gar nichts geschaut habe oder etwas ganz anderes gemacht habe. Und das finde ich schon irgendwie absurd. Aber wie gesagt, niemand zwingt mich dazu, diese Angebote zu nutzen. Und wenn wir es dann mal ganz runtergebrochen betrachten wollen, dann habe ich mein Geld für alle drei Streamingdienste, die ich aktuell abonniert habe, schon wieder raus, wenn ich bei jedem davon zwei Filme im Monat schaue, statt sie mir auf Disc ins Regal zu stellen oder teilweise sogar nur einen Film. Und im Gaming-Bereich geht diese Rechnung dann noch schneller auf, weil da haben wir einfach viel höhere Preise, um ein einzelnes Spiel anzuschaffen, aber dafür haben wir natürlich auch stundentechnisch einen höheren Mehrwert von einem Spiel. Ich meine, ich habe, glaube ich, selber in Forza 5 mehrere Tage meines Lebens investiert und habe dafür nur den monatlichen Preis für den Game Pass bezahlt. Und trotzdem habe ich den gerade selber gekündigt, weil ich für mich persönlich festgestellt habe, dass ich einfach die Wertschätzung für Games immer mehr verloren habe, wenn ich sie einfach
Seelenroths runtergeladen habe. Und nicht wie früher, wirklich monatelang warten, endlich in den Laden gegangen, das Spiel gekauft, nach Hause gelaufen, es installiert und dann die nächsten Wochen, Monate nichts anderes gemacht, als dieses Spiel zu spielen. Weil so war das jedenfalls früher und eigentlich fand ich das ganz schön. Ist genauso schön, wie man sich früher schon Wochen vorher drauf gefreut hat, wenn ein bestimmter Film im Fernsehen kommt und man sehnlichst darauf gewartet hat, diesen endlich zu sehen. Also, und nicht einfach nur auf den Knopf drückt und dann läuft der. Und erinnert ihr euch noch an das, was ich zum Pile of Shame sagte und dass ich natürlich selber auch einen habe, beziehungsweise hatte? Hatte deswegen, weil ich es mittlerweile wirklich schon mehrere Monate geschafft habe, das Ganze anzugehen. Also ich kaufe mir einen Film und dieser wird dann auch erstmal geschaut, bevor ein anderer gekauft wird. Und genauso verhält es sich mit Spielen. Es kommt erst ein neues Spiel dazu, wenn etwas anderes fertig ist. Und es wird nicht immer alles sofort zu Release gekauft. Und ehrlich gesagt, das tut mir persönlich richtig gut. Mir persönlich jedenfalls. Das ist alles subjektiv zu sehen, das ist ganz klar. Aber für mich zeigt das Ganze einfach, dass es immer wieder passieren kann, dass Dinge ihre Bedeutung verlieren, wenn wir ihnen zu wenig Wertschätzung entgegenbringen und für uns selber vergessen, worum es dabei eigentlich geht. So, das waren mal wieder einfach ein paar Gedanken zu einem Thema aus meiner Sammelblase. Das waren natürlich meine eigenen Gedanken, meine eigenen Empfindungen und jeder sieht es wahrscheinlich anders. Und natürlich interessiert es mich auch riesig, wie ihr das Ganze seht, was ihr anders seht, was ich vielleicht vergessen habe oder was ihr noch ergänzen wollt, schreibt mir das bitte auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ansonsten lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir ein Like da, schaut doch gerne in eins meiner anderen Videos rein. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch auch das nächste Mal wieder für mein neues Video begeistern könnt. Euer Jakob aus dem Sammelzimmer.